Ich gehe jetzt nochmal hier vorne hin zu dem Kalender. Doktor. 28.01. Das ist der 8. Nee, der 23. Das könnte sein Geburtsdatum sein, weil hier ist überall ein X drin. Okay, also 23.01. 23.01. Welche Zahl muss es denn sein? Oder muss die noch eins runter? Nee. Also es sind schon die hier, die da dann meinen, ne? Die großen. 20.0. Er hat doch am 23.01. Oder 2011. Das war ja das Jahr 2011. Auch nicht. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal zu dem Kalender, schaue nochmal nach dem Datum. So, wir haben noch den 7. Ich schreibe mir das jetzt mal schnell hier auf. Ich brauche mal kurz einen Zettel und einen Stift. Wir haben jetzt noch 0. Entschuldigung fürs Pusten. Ich hatte hier gerade einen Fussel auf dem Papier. 0701 haben wir noch. Wir haben 1402. Wir haben 0102 und wir haben 0402. So, dann haben wir alle Daten durch. Weil die vier, das sind sogar fünf zusammen, gehen nicht. Dass man die jetzt irgendwie. Oder man rechnet zusammen. Das mache ich auch mal noch. Wir machen mal die Seite. Das ist 23. Was ist das? Eine 7. Das sind 30. 3, 0 und 14 plus 4 sind 18, 1, 8. Ah nee, und die 1 noch dazu sind 1, 9. Ne, 14, 15, 19. Genau, so. Jetzt habe ich noch insgesamt 5 Codes, die wir probieren können. Ein Tipp ist verfügbar. Ja, auf den Tipp will ich jetzt noch gar nicht gucken. Ich will es erstmal probieren. Das ist schön, dass ein Tipp da kommt. Ist schon gut so, dass wir bloß Normalmodus gespielt haben. So, 07 01. Nein. Dann, ja, ist gut. Dann die 14 02. Nein. 10102. Nee. Doch 0102? Nein. 0402? Nein. Und die 3019. 3019. 30. Was? Oh, jetzt bin ich gerade erschrocken. Ich konnte jetzt hier gerade nichts mehr machen. 30. 19. Auch nicht okay. Dann gucken wir jetzt mal in den Tipp rein. Etwas in den noch nicht wiederhergerichteten Räumen des Hauses könnte Howard beim Abstieg in den Brunnen helfen. Okay, also kriegen wir das jetzt noch gar nicht auf, oder was? Ja, na gut, das wird das Seil sein. Das habe ich ja nun schon. Ja, erstmal wieder zurück. Dann kriegen wir den Koffer hier jetzt wahrscheinlich noch nicht auf. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es sind ja auch noch genug Türen hier in dem Haus verschlossen, die uns Hinweise auf sein Geburtsdatum geben könnten. Wenn es nicht ironisch gemeint ist mit dem sein Geburtsdatums als Passwort. In den nicht hergerichteten Räumen. Das war auf alle Fälle da hinten. Dann schauen wir uns da nochmal um.
So. Nochmal peu à peu. Nochmal durchgucken hier. Von hier sind wir gekommen. Also hier, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Hier ist definitiv jemand in dem Haus. Definitiv. Ich würde sogar vorsichtig behaupten, hier spukt's. Aber Halleluja. Und ich bin gerade sehr froh, dass ich dieses Let's Play gemacht habe, weil ich mir am Anfang nicht sicher war, ob ich spielen soll oder nicht, weil man mir gesagt hat, dass es ein sehr herausforderndes Spiel ist. Es ist nicht wirklich einfach. Beziehungsweise, ich habe das, glaube ich, irgendwo im Internet gelesen. Und mir hat es aber von den ersten 5 Minuten, die ich dann angespielt habe, aber so gut gefallen, dass ich dann gesagt habe, ich spiele es als Let's Play. Und ich finde, es war bisher eine gute Entscheidung, auch wenn man viel lesen muss, was euch sicherlich ziemlich langweilig sein könnte. Aber es, was muss, das muss, es gehört zur Geschichte nun mal dazu. Also hier finde ich nichts. Hier ist noch der Stuhl. Ich kann hier auch nichts andrücken. Was ist das für eine komische Lampe? Hier ist doch ein Gesicht drin. Ach nee, das war der Stein, der hier daneben steht. So, aber hier ist nichts weiter. Okay. Tja, keine Ahnung. Hier liegt auch noch eine Schaufel. Hier ist noch ein Besen. Ich verstehe auch immer nicht, warum es uns hier irgendwas angucken lässt. Hat es vielleicht doch was mit der Uhrzeit hier zu tun, sagt mal? 6:55. Wir probieren jetzt nochmal die 0655 als Code. Aber ich glaube nicht, dass diese Dings, die hier stehen geblieben ist, diese Uhr, die stehen geblieben ist, was mit dem Code jetzt zu tun hat. Es ergibt eigentlich von der Logik her keinen wirklichen Sinn. So. 06. 5, 5. Nee, okay. Also 6:55 ist auch nicht richtig. War das ein komplett wiederhergerichteter Raum? Ja, ich denke schon, weil hier ist ja nichts weiter. Ich gucke mir jetzt hier diese Statue nochmal an. Können wir irgendwas machen? Aber wir haben hier nichts mehr, ne? Nee. Der Poppes! Hihi, der Poppes! Hier sind bloß Fäden drin. Also die war wirklich leer. Aber hübsch ist sie. Ich finde die eigentlich ganz knuffig. Sieht irgendwie wie so ein lustiger Gnom oder sowas aus. Jetzt hier noch irgendwo was. Ich glaube, das wird ein langes Let's Play. So, war ich jetzt hier drin? Aber hier war ja auch nichts weiter drin. Hatten wir hier noch was? Hier lag auch noch was. Aber das war verbrannt. Haben wir hier noch ein Datum irgendwo drin? Nee. Okay. Okay, hier war aber auch nichts mehr. Ach ja, das war. Ich will immer zum Schrank rausgehen. Ich denke mal, das ist die Tür. Jetzt gehe ich nochmal hier runter zum Keller. Weil das Seil haben wir ja. War hier der Keller? Ja. Ach, dieser ekelhaft gruselige Keller. Okay,
Okay, ich gehe jetzt nochmal hier lang. Schau mich hier nochmal um. Aber hier liegt auch erstmal nichts weiter. Dann gehen wir mal einen Schritt vor. Die Leiter sieht schon recht kaputt aus. Ich glaube, die hält mich nicht aus. Dafür haben wir aber ein Seil. Aber wo festmachen? Haben wir drüber was? Ah! Ganz offenbar befindet sich etwas darin, das mir was? Ah, okay. Jetzt habe ich es nicht gelesen. Ihr könnt dann... Was? Könnt dann Pause... Soll ich hier wirklich jetzt runtersteigen? Die kann ich brauchen. Genau, steck sie ein. Oh Gott, wir gehen jetzt hier wirklich runter. Nee, gehen wir nicht. Okay, ich dachte, er dreht sich jetzt, um hier runter zu kriechen. Klettern sie runter? Ja. Oh Gott, ich will es nicht wissen, was da jetzt ist. Hä? Kann hier nicht weitergehen? Gott, es ist arschdunkel hier. Hier hört die Leiter auf. Gott, mir ist... Oh Gott. Hier ist das Loch, von dem er erzählt hat. Ich kann nicht weiter runterklettern. Das Seil ist nicht lang genug. Was ein Zufall. Boah, Leute, würdet ihr das ehrlich machen? Ich würde das nicht machen, ganz ehrlich. Ich würde hier nicht in so einen dunklen Gang rumkriechen. Ich habe jetzt gerade echt Schiss, dass hier irgendwas kommt. Hier kommt dieser Rauch raus. Hier ist ein Spalt, aber da passe ich nicht durch. Ich kann nichts erkennen. Es ist zu dunkel. Ich spüre einen kalten Luftzug. Ich glaube, die Decke ist erst vor kurzem eingestürzt. Davon wird in Mr. Fields Notizen nichts erwähnt. Eingestürzte Decke. Die Decke des Tunnels, der zum Innenraum führen sollte, scheint kürzlich eingestürzt zu sein. Schön. Ich glaube, die Decke ist erst vor kurzem, bla bla bla, Notizen, nichts erwähnt. Ein Spalt passt es nicht durch. Ich kann nichts erkennen, es ist zu dunkel. Ich spüre einen kalten Luftzug. Was bringt uns das jetzt, dass wir jetzt hier... Oh! Was liegt hier denn? Das ist ein Organizer. Er gehört bestimmt Mr. Field. Er muss ihn hier verloren haben. Okay, was ist? Ich halt mit... Oh Gott, was ist das? Diese Geräusche hat Mr. Field garantiert auch gehört. Was war das? Was ist das? Ich will nicht länger hier bleiben. Ich auch nicht. Ach, er klettert von alleine hoch, okay. Alter Schwede, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Huh, wir sind raus, uns geht es gut. Aber ich glaube, er möchte ganz raus. Ich kann jetzt nämlich gerade gar nichts machen hier. Ich schließe die Tür besser ab. Ich will nicht länger hier bleiben. Okay. Dann lass uns erstmal verschwinden. Und dann schauen wir in den Organ. Was? Was zum... Ich muss doch aber hier raus. Schnell raus. Schnell raus, 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 raus. Ich will hier... Oh Gott, ich habe gerade sowas von eine Gänsehaut. Oh Gott, bitte. Oh! Was da... War da... Ich bin starr vor Angst. Genau, ich auch. Es geht mir nicht gut, ich muss mich ausruhen. Dann lass uns am besten verschwinden. Du kannst dich im Auto ausruhen.
Oh, Alter, Leute, ist das Haus creepy. Habe ich das alles dort unten wirklich erlebt? Oder lag es an den Sachen, die ich in den Notizen und den Büchern meiner Kindheit gelesen habe? Mein Kopf platzt gleich, ich brauche Ruhe. In Mr. Fields Haus liegt etwas in der Luft, von dem mir schwindlig wird. Die Luft. Okay. Ab in die Wohnung von uns. Ach so, ja, ich will ja gar nicht. Ich muss mich aus. Ja, ich will doch. Ich dachte, hier geht's lang. Nein, wir gehen jetzt natürlich in unsere Wohnung zurück.